Hallo YouTube, heute wieder zu einem kleinen Flash-Game mit dem Namen Everyday the Same Dream von Mollindustria. Ich werde den Namen einfach in die Beschreibung schreiben. Nichts Witziges, keine Parodie von irgendwas, nichts unglaublich Spannendes, nichts dramatisch-Horrormäßiges, einfach nur was Kleines zum Andenken, würde ich eher sagen. Klick hier, du Start Arrows in Space to play. So, wir beginnen als dieser etwas ins Alter gekommene Herr. Garderobe. Zieh mich an. Guten Morgen, Schatz. Fernseher, ich mache den Fernseher aus. Meine Frau. Komm schon, Schatz, du bist zu spät. Okay. Ich gehe also mal hier zum Fahrstuhl. Fahrstuhl geht auf, ich gehe rein. Spreche mit der Fahrstuhlfrau. Fünf weitere Schritte und du wirst eine neue Person sein. So, das ist das Erste, was uns irgendwie zum Denken bringen soll. Ich gehe also nach rechts zum Parkplatz. Reihe mich in eine unglaublich tolle, ja, Schlange ein. Fahre weiter. Laufe weiter. Schließlich zur Arbeit. Du bist zu spät. Oder du bist spät, mein Boss. Geh in deine Kabine. Man merkt schon langsam, glaube ich, worauf das Spiel hinaus will. Wir sind einfach nur einer unter vielen, die jeden Tag das Gleiche tun. Aufstehen, zur Arbeit, beziehungsweise wahrscheinlich für die meisten von euch zur Schule. Meine Kabine. Sitzt sich in die Kabine und arbeitet. So, der nächste Tag. Spätestens jetzt möchte man ja mal was verändern, ne? Was machen wir also? Ich probiere es mal, ohne Kleidung aus dem Haus zu gehen. Zieh dich an, Schatz, du bist zu spät. Komm schon, Schatz, du bist spät. Das hat sich nichts geändert. Die Musik finde ich ehrlich gesagt wirklich total großartig. Also, die passt irgendwie. Ich weiß nicht, das ist einfach Hammer. Hast du mir zu sagen? Fünf weitere Schritte. So. Was? Wo ist deine Krawatte? Du bist gefeuert! Der nächste Tag. Also sorry, wenn ich jetzt nicht so viel rede, aber ich glaube, ich möchte es ein bisschen auf euch wirken lassen. Vier weitere Schritte, bis du eine neue Person bist. So, warum eigentlich immer hier nach rechts gehen und zum Auto? Warum gehen wir nicht mal nach links? Wer bist du denn? Ein Obdachloser. Ich kann dich an einen netten, ruhigen Ort bringen. Friedhof. Das ist ein ruhiger Ort. So viel ist sicher. Der nächste Tag. Garderobe. Morgen, Schatz. Was brätst du da eigentlich den ganzen Tag? Warum komme ich eigentlich jeden Tag zu spät, ist die Frage. Drei weitere Schritte, bis du eine neue Person bist.
So, jetzt sind wir wieder hier. Was machen wir diesmal? Warum steigen wir nicht mal aus und laufen weiter? Schauen, was dann passiert. Eine Kuh. Sollte wieder zurück zum Auto gehen. Was ist das? Ein Blatt? Du bist spät. Falls ihr darauf geachtet habt, im Hintergrund diese Statistik ist tief in den Keller gesunken. So, ich soll zu meinem in meiner kleinen Kabine. Aber was sehe ich denn da rechts? Ein Notausgangsschild. Gehen wir doch mal zum Notausgang. Regen. Der nächste Tag. Garderobe. Meine Frau ist nicht mehr da. Die Fahrstuhlfrau auch nicht. Keine Autos auf der Straße. Kein Blatt, das vom Baum fällt. Mein Chef, der mich anschreit. Die Statistik ist inzwischen auf den Nullpunkt angelangt. Keine Arbeiter, die jeden Tag ihrem gleichen Trott hinterhergehen. Und schließlich jemand, der wie ich sich dazu entschieden hat, zu springen. Das Ende. So, meine kleine Interpretation zu dem Spiel. Ich denke, das soll vor allem die Leute ansprechen, die sich, sagen wir mal, von der Schule oder von der Arbeit immer wieder in einen eintönigen Alltag zwingen lassen, aufstehen, Schule bzw. Arbeit, nach Hause gehen, schlafen, aufstehen, immer wieder das Gleiche. Ich glaube, das Spiel soll anregen, mal weiterzudenken, sich mal nicht immer nur versteift auf eine Sache zu konzentrieren, zum Beispiel die Arbeit eben, sondern einfach mal anders zu denken oder vor allem auch mal seinen Tag anders zu gestalten, auch wenn er eigentlich keinen Freiraum dafür lässt. Man soll sich quasi nicht von sowas derart einschränken lassen, nicht unterkriegen lassen. Und von daher, ich finde, das Spiel ist wirklich, wirklich schön gemacht. Also haben sie gut gemacht, ja, klasse Spiel finde ich. Wie schon gesagt, nichts Witziges, aber ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen anregen und vor allem das Spiel auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.